Ja, wir sind heute hier auf der Max Prüss. Das ist das Forschungsschiff der Landesregierung, der Landesumweltverwaltung, auf dem Rhein unterwegs. Wir machen uns ein Bild von der Arbeit. Hier werden Wasserproben gezogen bei den Direkteinleitern, das heißt also an irgendwelchen Einleitungsstellen. Und ich möchte mir gerne einen Überblick verschaffen, wie es um den Zustand unserer Gewässer hier in Nordrhein-Westfalen bestellt ist. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel und wir wissen aus der frühesten Antike, Stichwort Thales von Milet, Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Und ich habe mich eigentlich schon als Kind immer für Wasser interessiert, oft in Skandinavien gewesen, auf dem Wasser mit Booten auch. Und ich wollte selber mal Süßwasserbiologe werden, habe auch bei Jugendforsch dann mal so ein Projekt mitgemacht an unserem heimischen Fluss in Ostwestfalen an der Werre. Und habe mir dann halt einfach vorgenommen, wenn du in die Politik gehst, dann unbedingt Umweltpolitik auch betreiben. Und da gehört natürlich der Schutz von Wasser und Boden und Luft unbedingt dazu. Also wir müssen kontinuierlich daran weiterarbeiten, dass der gute Zustand der Gewässer erhalten bleibt. In den nächsten Jahren steht ja die Novelle des Landeswassergesetzes an. Und anders als früher kann man ein Gewässer nicht mehr einfach nach Geruch und Farbe beurteilen, sondern wir wissen, wir haben neue Herausforderungen, beispielsweise Medikamentenrückstände im Wasser. Das können unsere Kläranlagen gar nicht leisten und da müssen wir versuchen, entlang des Verursacherprinzips auch Lösungen zu erarbeiten mit den Menschen, die die Gewässer untersuchen, aber auch mit den Einleitern, also beispielsweise mit den Herstellern von Pharmaprodukten. Das ist ein Beispiel dafür, eben die pharmazeutische Verunreinigung hat man vor 10, 20 Jahren noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und da werden wir uns jetzt drum kümmern.